dann könnte er ja wenigstens tatsächlich angreifen. Aber das tut er ja nicht, weil er nämlich feige ist, weil er sich nämlich nicht im Wasser befindet. Und wenn sich ein Skelett nicht im Wasser befindet, dann ist es ein schwacher Gegner. Meine Fresse, das Pferd hat eben 4 Balken wieder aufgefüllt. 4! Man, vielleicht füllt es ja sogar 5 auf, ich weiß es nicht. Wir müssen mal warten, bis wir richtig hungrig sind. Also noch hungriger als 4 Blöcke. Ich bin gespannt, wie viel das Pferd tatsächlich auffüllt. So, wunderbar, schon wieder eine Höhle gefunden. Mehr Lava? Geht denn die Höhle da weiter? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel, ne? Doch. Nein. Ach, verdammter Mist. Na gut, dann graben wir uns halt mal um diese Höhle drumherum. Gott, nee. Das gibt's doch alles gar nicht. Also, so, also das hier, das ist eigentlich nicht The Dark Age of Minecraft. The Dark Age of Minecraft ist viel cooler. Lasst euch das mal versichert sein. The Dark Age of Minecraft ist krass. Ja. Wir brauchen aber unbedingt noch einen zweiten Diamanten. Ich weiß nicht, wie viel Diamanten wir brauchen, wenn wir erst einmal diesen zweiten haben. Aber ohne den zweiten geht's halt praktisch nicht los. Ohne den zweiten können wir praktisch nichts machen mit dem Blutaltar. Deshalb einen zweiten brauchen wir auf jeden Fall. Sobald wir aber einen zweiten gefunden haben, sollten wir eigentlich mit Blood Magic anfangen können. Ich glaube, so viele weitere brauchen wir dann nicht mehr. Mann, was ist denn hier? Warum ist denn hier überall Dirt? Dirt war ja für mich früher auch mal ein Anzeichen dafür, dass irgendwo Diamanten sind. Weil Dirt irgendwie immer auf Lava rückschließen ließ. Und Lava lässt eigentlich auf Diamanten hoffen. Oh weh. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass ich schon die letzten 3 Episoden hier unten in der Höhle bin und über Diamanten philosophiere und nur einen einzigen gefunden habe. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Das darf einfach nicht wahr sein. Das sind so eine Sachen. Ich gehe motiviert an ein frisches neues Modpack in Minecraft 1.7, habe ich das schon erwähnt. Ja, ich gehe also frisch motiviert an ein neues Modpack, das ich erschaffen habe. Habe ich das schon erwähnt? Ich gehe also frisch motiviert an ein neues Modpack und ich verschwende meine Zeit praktisch damit, Diamanten zu suchen. Und ich finde keine. So, wenigstens noch mehr Dark Gem gefunden. Gut, dann können wir wenigstens mit Evilcraft anfangen. Das war eigentlich nicht das Erste, was ich machen wollte. Aber gut, was soll's. Evilcraft hat nämlich auch was für sich. So, Evilcraft kann nämlich unsere Werkzeuge reparieren. Und gerade in einem frühen Stadium des Spiels ist es, glaube ich, sehr hilfreich. Das ist eine Torch. Ich habe in meine eigene Höhle gegraben. Das ist doch nicht wahr. Ah, nein, das ist sogar meine originale Stripmine. Die habe ich hochgegraben, weil ich Lava gehört habe. Und ein Skelett. Okay, wisst ihr was? Dann graben wir jetzt einfach mal hier weiter. Ja, da ist auch Lava. Block. So. Dann graben wir halt mal hier weiter. Das ist ja die originale Stripmine. Die Höhle, die wir gefunden haben, hat uns ja nicht wirklich weitergeholfen. Deshalb machen wir einfach mal hier weiter. Im stinklangweiligen Stripmining. Und so langsam, aber sicher, habe ich nichts mehr zu erzählen. Das Komische ist ja bei der ganzen Sache, dass ich mit Skyblocks aufgehört habe, weil ich mir nicht ständig Themen ausdenken wollte, über die ich reden wollte. Wenn ich da stehe und minutenlang einfach nur Steine abbaue. Deshalb hatte ich mir ein Modpack geschaffen. Und jetzt muss ich mir irgendwelche Themen ausdenken, weil ich minutenlang dastehe und Blöcke abbaue. Verdammter Mist. Ah, nein, das gibt es doch alles nicht. Aber gut, das ist Minecraft. Das ist das Spiel, wofür wir alle 20 Euro bezahlt haben. Okay, ich nur 15, ich bin ja seit der Beta dabei. Aber ist ja auch egal. Irgendwie kommen wir nicht so recht vorwärts, ne? Scheint es so den Anschein zu machen. Wir brauchen noch einen Diamanten, nur einen einzigen. Komm schon, Minecraft. Jetzt sei mal nett zu mir, wir brauchen nur einen einzigen Diamanten. Das wird doch wohl im Rahmen des Machbaren sein, oder? Komm schon. Mensch, jetzt höre ich schon wieder Lava. So ziemlich vor uns, vielleicht auch über uns. Mist. Also das ist zu weit weg, als dass es die alte Höhle gewesen sein kann. Das muss irgendwas Neues sein. Oh, und da tropft es schon. Wir sind unter Lava. Oh, gar nicht gut. Da. Okay, da geht es weiter. Wir sind direkt unter Lava. Meine Güte. Okay, ich muss mir irgendwo einen Weg suchen, wo wir hoch können.
Darf ich denn da hoch? Nein, da darf ich auch nicht hoch. Da? Ah, da können wir hoch. Ja, noch mehr Lapis. Und wenn wir uns ein Lapis-Schwert daraus bauen. Was soll's? Kann da eigentlich auch nicht schaden. Oh! Meine Fresse. Ah. So, da ist dann keine Lava, da auch nicht. Da ist wieder so viel Lava. Ah. Mann. Lasst mich doch mal raus hier. Immer nur in der Strip-Mine ist doch auch nicht schön. Ich will doch mal hier raus. So, sehr schön. Ein schöner Lava-Pool auf Höhe 14. Eigentlich eine gute Sache. So, und jetzt graben wir uns wieder um den Lava-Pool rum. Ah, Gott. Es kommt mir so vor, als ob mein ganzes Leben immer wieder den gleichen Ablauf hat. Jeden Tag. Und täglich grüßt das Murmeltier, ne? So war das doch. Ah, aber das ist auch wieder... Oh nee, ich hör Wasser. Rechts. Da. Da ist irgendwo Wasser. Und Iron. Ist das nicht großartig? Ich fände es besser, wenn wir Diamanten finden würden. So, also vor uns ist Wasser. Das ist eine gute Sache. Ja, das ist eine gute Sache. Das wird lauter. Wasser ist normalerweise nicht einfach nur so ein kleiner Unterwassersee. Wasser ist normalerweise richtig irgendein Fluss oder sowas. Also Wasser ist eher ein Anzeichen für eine richtige Höhle als Lava. So. Oh nein, da ist auch eine Torch. Okay, ich glaube, ich muss mal ganz woanders hin. Ganz woanders hin. Meine Fresse. Wir sind genau unter der Temporary Base. Also, Diamond können wir deleten. Stripmine können wir deleten. Auf zur Temporary Base. Oh, meine Fresse. So. Wir haben jetzt 9 Dark Gems. Müssen wir herstellen zu einer Blood Cell. Da brauchen wir Glas für. Okay, dann holen wir uns mal einen Block Sand. Und machen daraus Glas. Und dann können wir unseren ersten Blood Gem herstellen. So, dann haben wir noch mehr Iron. Eigentlich eine gute Sache. Tja, einen einzigen Diamanten. Naja gut, was soll's. Wir werden da erst einmal unseren Blood Altar draus bauen. So, da brauchen wir Smooth Stone. Kriegst du... So, hier erstmal 4 rein. Da müssen wir uns einen neuen Furnace bauen. Den brauchen wir auch für das Rezept. Und dann... Nur noch Gold und Diamanten. Gold haben wir auch schon geschmolzen. Gut. Dann haben wir alles da. Und hier haben wir auch alles da. Dark Gem haben wir. So. Und da das Glas rein. Blood Cell. So. Jetzt haben wir hier Auto Supply Disabled. Shift Right Click. Auto Supply Enabled. So. Und wenn wir jetzt irgendwas töten, dann müsste eigentlich das Blut in den... in diese Blutzelle übergehen. Ah! Verdammt, jetzt ist er da zu Tode gestürzt. Ob das zählt? Zählt es? Null. Mist. Okay, da passen 5 Eimer rein, haben wir eben gesehen. 5000 Millibuckets, also 5 Buckets passen da rein. Noch ein Muskel. Okay, schöne Sache eigentlich. Wir werden irgendwann mal in diesen Abgrund darunter steigen. Weil das ist eigentlich die einfachste Methode, um schnell auf eine sehr... niedrige Höhe zu kommen, ohne jetzt viel dafür arbeiten zu müssen. So, dann töten wir doch mal dieses Bunny. Ach, komm her. Ach, stirb. So. Hat das was gebracht? Nee. Warum bringt denn das alles nichts? Schmeißen wir mal das weg. Ein Herz haben wir bekommen von dem kleinen Häschen. Okay, warum funktioniert denn das nicht? Müssen wir gleich mal gucken. Was gibt es denn noch an Evilcraft? Ich glaube, da gibt es, mal hier, ein Blood Extractor. Shift Right Click to Extract. Das war eigentlich die Sache, damit musste man, also man musste einen Gegner damit praktisch anpieksen. Eine Art Spritze ist das, um ihm das Blut zu entziehen. Aber ich dachte, Blood Cell? Ich dachte, mit der Blood Cell müssen wir nur einen Gegner töten und das reicht schon. Oder Blood Pearl of Teleportation, auch gut. Oder vielleicht können wir das nur übertragen irgendwie. Wie machen wir denn Blood Extractor? Oh, eine Blood Cell, Sugar Canes und Iron Ingot. Sugar Canes? Eine ganze Blood Cell brauchen wir dafür. Okay, wofür brauchen wir denn Blood Cells? Jus, wofür brauchen wir das? Für den Blood Extractor? Für Blood Can und Blood Basin. Für Blood Can? Ach, für...
Nee, auch nicht für einen größeren Blood Extractor. Sehr merkwürdig irgendwie. Und ein Blood Basin? Können wir auch einen Blood Extractor draus bauen? Aber das brauchen wir alles für gar nichts irgendwie. Also sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wofür wir diese Basins brauchen. Da kann man irgendwie Blut drin speichern, ja. Na gut. Dann machen wir halt den Blood Extractor. Wir brauchen Sugar Canes. Haben wir nicht. Ja gut, da sind diese anderen Reeds. Die sind von Dingens. Das bringt eigentlich nichts. Die sind von Biome So Plenty. Wir brauchen richtige Sugar Canes. Wo kriegen wir die denn jetzt her? Das ist Riverwood oder so, ne? Also in dem... Ja, River Cane. Also normalerweise sind die austauschbar untereinander in Rezepten, aber in dem Rezept eben von Evilcraft hat es nicht geblinkt. Also da brauchen wir richtig Sugar Canes. Was ist das? Grapevine. Oh, Grapes. Guck mal, das sind Brombeeren, nicht wahr? Coole Sache. Was machen wir damit? Grape Jam. Na gut, essen wir halt. Hap, 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 hap. Bam. Und wieder voll. Wunderbar. Oh, hier haben wir noch mehr Strawberry Bushes. Sehr gut. Dann können wir unsere Strawberry Farm noch ein bisschen aufbessern. So. Also, wir brauchen Sugar Canes, ganz dringend. Das heißt aber auch, wir müssen Wasser finden irgendwo. Wasser mit Sand daneben, ansonsten finden wir keine Sugar Canes. Und da fängt schon wieder ein anderes Biom an. Also das Biom, wo wir jetzt sind, das kommt mir ziemlich normal vor, oder? Was ist denn das für ein Biom? Plains. Könnt ihr mal sehen, das ist ein Vanilla-Biom. Also würde ich denken, hier spawnen die Vanilla-Sachen wie normale Sugar Canes eher als in einem Biomes of Plenty-Biom. Was ist denn das? Ein Elefant! Und Schweine! Na endlich! Wehrlose Gegner, die ich töten kann. Und was ist schon wieder mit diesem Schwein hier los? Warum ist das so stinkig? Ich verstehe das nicht. Warum ist dieses Schwein wütend? Eine Ente? Oh, Mann! Gib doch mal Ruhe! Kann man Elefant essen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Elefant essen kann. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt probieren. Blattzahl immer noch 0. Ja, sehr merkwürdig. Weiß ich jetzt nicht, wie man die befüllen kann. Nur Löwen. Okay, sind aber friedlich. Ist ja komisch. Warum sind denn die Löwen friedlich? Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Da sind Sugar Canes. Ah, oh, na endlich. Warum brauchen wir Sugar... Achso, nee, ich dachte eben, die Exkremente hätten geglitzert, aber nur ein bisschen Erfahrung. Warum brauchen wir Sugar Canes für eine Spritze? Wisst ihr was, bevor ich die Frage überhaupt ausgesprochen habe, hatte ich schon die Antwort. Naja, Zuckerrohr ist doch hohl. Also ist es perfekt geeignet... Eine Maus. Also ist es perfekt geeignet, um ein Röhrchen für eine Spritze herzustellen. Naja, okay, wenn man sich mal überlegt, wie dick ist Zuckerrohr und wie dick ist das Röhrchen einer Spritze, die Spitze einer Spritze, also die Spritzenspitze, wie dick ist die? Wahrscheinlich dünner als ein Zuckerrohr. Aber gut, ist jetzt auch egal. Naja, es ist im Prinzip, ja, ist, naja, gut, ist egal. Ich nehme das einfach so hin. So, oder Moment, vielleicht ist Zuckerrohr ja auch das Behältnis und das Iron ist die Spitze. Naja, gut, ist eigentlich egal. So, Blood Cell, Sugar Canes und Iron Ingot. Und da haben wir unseren Blood Extractor. Sehr schön. Und da auch Shift-Right-Click. Ach nee, da müssen wir unsere Gegner anzapfen. Da brauchen wir jetzt irgendeinen Gegner und müssen dem Blut entnehmen. So, kommt nur alle her, ihr. So. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich will auf ihn steigen, aber irgendwie wollte ich das ja gar nicht. Choose your pet's name? Was? Hm? Was? Was ist denn jetzt los? Ich wollte dem Blut entnehmen und was ist jetzt? Habe ich ein neues Haustier? Was ist hier passiert? Was soll das denn? Warum? Na gut. Okay. So, okay. Wir haben jetzt ein Haustier. Hasi. Gut, Hasi. Bei Fuß. Komm. Mann, ich wollte Blut entnehmen. Hallo. Warum lässt sich denn kein Tier Blut entnehmen? Oder muss es ein gegnerischer Gegner sein? Oder, oh Moment. Mist. Oh, ich glaube damit können wir nur das Blut von diesem blutigen Stein extrahieren. Was ich euch schon mal erzählt hatte.
Oh weh. Ich glaube, da müssen wir einen blutigen Stein finden. Ich glaube, ein Gegner reicht da einfach nicht. Einfach nur einen Gegner zu finden. Nee. Also das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ey, da hat meinen Hasen getötet. Nein, da ist er. Er ist weggerannt. Ey, was machst du denn da unten? Hasi, komm. Komm, Hasi. Fuß jetzt. Oh, Mann. Oh. Mann, was, warum zackt denn die, warum spackt denn die Kamera so rum? Ja, das ist doch schön. Hasi. Mir ist doch auf Anhieb kein besserer Name eingefallen. Das ist doch unglaublich. Mir fällt nichts Besseres ein als Hasi? Oh, guck mal. Guck mal, das hat's... Ah, nein! Boah. Mann, Hasi scheint aber irgendwie sicher zu sein auf unserem Kopf. Guck mal, das hat sich gefüllt. Wahrscheinlich, weil wir richtige Gegner angegriffen haben und nicht einfach nur irgendwelche... Hallo, was ist denn jetzt los? Verdammt. Das leckt hier schon wieder gerade aus irgendeinem Grund. Mist. Oh ja, jetzt treffe ich auf einmal. Was ist denn mit Minecraft los in letzter Zeit? Friss das, verdammt. Oh, ja. Verdammt. Jetzt lass mich schon angreifen. Ah, okay, ich muss mal kurz rausgehen. So, jetzt wird es doch gehen, oder? Wahrscheinlich werde ich jetzt schon von Zombies überrannt. So, ja, jetzt geht es wieder. Ist komisch. Fast wie ein... Oh nein! Ich habe Hasi getötet. Warum ist denn der von... Warum ist der mir denn vom Kopf gesprungen? Dieser dumme Hase. Okay, er hatte den Tod verdient. So ein blöder Dreck. So, erstmal mal ein bisschen Pferd. So, wir haben jetzt 3. Und jetzt haben wir 7. Ja, also tatsächlich bringt es 4 Hungerpunkte. Sehr effektiv. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Pferde töten. Oh, wie ein Oger. Das ist gar nicht gut. Das ist ja sogar so ein Feueroger. Der schmeißt eigentlich mit Blöcken um sich. Ich weiß nicht, was der jetzt macht, wo Mob Griefing off ist. Aber sie sind trotzdem gefährlich. So, wir haben jetzt Blood Extractor, ist jetzt voll. Okay, den müssen wir doch jetzt eigentlich irgendwo hinfüllen können, oder? Eigentlich. Blood Infuser. Wir wollen eine Blood Chest herstellen. Blood Infusion Core. Da brauchen wir einen Hardened Blood Shard. Okay, wir müssen Blut irgendwie hinkippen. Ich weiß nicht... Oh! Oh! Oh weh, ich habe das Blut ausgekippt. Oh nein, das macht meine Crops kaputt. Oh nein! Wir brauchen einen Eimer, ganz schnell. Wir müssen das Blut aufsammeln. Ah, Mist. Das Blut hat meine Crops kaputt gemacht. Ich habe einen Eimer Blut hingekippt und das hat meine Erdbeeren zerstört. Ja, so ein Mist aber auch. Oh Mann. Mein Reis kann ich jetzt, glaube ich, auch vergessen. Strawberry Seeds. Naja, wenigstens haben wir davon ein paar. So, machen wir doch gleich wieder hin. Und das hier, ja, sehr merkwürdig, wie sich das mit Wasser verhält. Irgendwie eine kleine Störung. Muss ich mal gucken, was ich da machen werde. Tja, ein blöder Mist. Jetzt haben wir den Eimer Blut dahin gekippt. Na, schön. Was ist denn das jetzt hier? Warum geht denn das da nicht weg? Oder ist da noch eine Quelle? Wir machen mal noch einen Eimer. Ja, ich habe tatsächlich kein weiteres Iron mehr. Wir machen mal noch einen Eimer. Oder nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können dann das Blut auch hier lassen. So, mal gucken, ob man hier jetzt noch was mitnehmen kann. Nee, nur ein Water Bucket. Na okay, jetzt hat es sich wieder gefixt. Ja, also ein bisschen merkwürdig mit dem Blut hier. Das spackt ein bisschen weg, wenn man es zum Wasser hinkippt. Okay, wissen wir also auch Bescheid. Muss ich mal besser darauf achten, dass ich das nicht nochmal mache. Weil das ist ja jetzt ein bisschen merkwürdig. Hat mir ein bisschen die Welt kaputt gemacht, sozusagen.